Hallo meine Lieben, ich habe euch heute wieder ein Buch mitgebracht und zwar dieses hier. Mehr als mein Leben von Sarah Rotaro. Meine Katze hat gerade große Lust, die Kamera immer wieder zu verschieben. Bitte das zu entschuldigen. Also, Mehr als mein Leben von Sarah Rotaro ist im Piper Verlag erschienen und bei dem möchte ich mich ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr mir dieses Buch zugeschickt habt. Es hat mir wirklich gut gefallen. Das andere Buch werde ich auch bald rezensieren, das ich von ihm bekommen habe. Also kommt in den nächsten paar Tagen hoffentlich. Zu diesem Buch hier. So viel hatte ich mir von diesem Buch eigentlich nicht erwartet, wie ich am Schluss bekommen habe. Ich dachte, ich möchte etwas leichte Sommerlektüre und Mehr als mein Leben. Es sah etwas aus wie ein Liebesbuch. Und prinzipiell lese ich Klappentexte ja nicht vorher. Ich lese euch gerne die Klappentexte vor, weil ich weiß, dass viele von euch zuerst Klappentexte lesen. Aber wenn ich mir Bücher hole, dann stehe ich, wenn ich Klappentexte lese, so vor dem Regal herum und lese und lese und lese Klappentexte und will das Buch dann nicht mehr haben. Ich weiß nicht warum, egal wie gut es ist, ich will das Buch dann einfach nicht mehr haben. Und deswegen hatte ich keine Ahnung, habe schon von einem anderen Buch nicht gehabt. Und ja, euch lese ich natürlich gerne den Klappentext, weil ihr wollt ja eine Meinung zu dem Buch hören und wie das Buch so ist. Eine scheinbar glückliche Familie. Viola, Carlo und die 17-jährige Luce. Bis zum Tag, an dem Luce ins Koma fällt. Es ist der Tag, an dem die perfekte Fassade bröckelt und zerbricht. Der Tag, an dem Viola ihr lang gehütetes Geheimnis lüften muss. Mit tödlichen Folgen. Vielleicht habt ihr seinen Namen bemerkt. Das Original ist natürlich auf Italienisch, wurde von Gabi Wurster übersetzt und ist 2015 eben im Piper Verlag erschienen. Es enthält auch sehr viele Shakespeare-Zitate. Das gefällt mir ziemlich eigentlich. Und auch die wurden übersetzt, aber schon vorhin. Das heißt, sie haben fertige Übersetzungen genommen dafür. Soweit ich das aus dem Impressum herauslesen konnte. Ich möchte euch natürlich auch einen Klappentext vorlesen. Kurz noch zum Aufbau vorher. Es beginnt eben mit dem Zeitpunkt, an dem Luce ins Krankenhaus kommt und springt dann einen Schritt zurück, in dem dann auch die Handlung passiert bis kurz nach dem Beginn des Buches und zwischendurch gibt es Flashbacks. Das heißt, die Handlung und der Aufbau sind nicht immer so klar und man braucht einige Zeit, bis man sich darauf einstellen kann. Die einige Zeit sage, meine ich so 4-5 Kapitel, bis man versteht, in welchem Aufbau das ist. Weil ich es angefangen habe, saß ich am See mit meinem Freund und einem guten Freund, der auch sehr gerne liest und Buchverkäufer ist und ich so, das Buch geht rückwärts, das ist kein Manga, muss ich es von hinten nach vorne lesen? Also das hat mich zuerst etwas verwirrt. Lang muss man sich auf das Buch nicht einstellen, es hat nur 190 Seiten. Also, nun eben zum Klappentext. An diesem Abend. Mein Telefon klingelte 10-mal. Ich ließ es läuten, bis sich die Mailbox einschaltete. Beim letzten Anruf hast du eine abgeschnittene, aber verständliche Nachricht hinterlassen. Deine Stimme zitterte, während ich ein paar Kilometer entfernt in den Schlaf sank. Es war ungefähr 2 Uhr nachts. Mir schien fast, ich könnte dich hören, wie du dieser ausdruckslosen Stimme antwortest. Komm sofort! Wer weiß, was du dachtest. Hast du die Hand ausgestreckt und im Dunkeln nach mir gesucht hast. Du warst erstaunt, nicht meine gewohnte Wärme zu spüren, denn meine Seite des Bettes war leer. Du wählst meine Handynummer. Nichts. Du schlüpfst in die Hose, die auf dem Sessel liegt und probierst es noch einmal. Wieder nichts. Du ziehst T-Shirt und Schuhe an und läufst mit dem Autoschlüssel in der Hand zur Tür. Während du die Treppen hinunterläufst, rufst du noch 2-mal an. Erst im 5. Stock, dann im 2. Nichts. Am Wagen drückst du aufs Gas und fährst durch unsere Stadt. Verdammt, wo zum Teufel steckst du, brüllst du. Du brauchst mich und nicht nur du, aber ich habe dafür gesorgt, dass ich unauffindbar bin. Auf dem Parkplatz des Krankenhauses versuchst du es wieder und fragst dich, wie es sein kann, dass ich das Klingeln nicht höre. Mit dem Handy am Ohr gehst du durch den Park und klammerst dich an die Hoffnung. Vor einer Krankenschwester bleibst du stehen und sprichst auf die Mailbox. Ich bin im Krankenhaus. Komm bitte. Dann drückst du mich weg. Wer weiß, ob es sich so anfühlt, von einer Klinge getroffen zu werden? Wer weiß, ob man sich selbst mit Abstand betrachten kann, wenn man blutet, weil einem etwas das Fleisch zerrissen hat? Ich atme scharf ein, nachdem ich deine Stimme gehört und begriffen hatte, dass es dieses Mal nicht leicht sein würde, meine Abwesenheit zu erklären. Das Handy ging mir in der Hand aus. Warum hast du nicht gesagt, in welchem Krankenhaus du bist? Was soll ich jetzt tun?
Ich zog mir etwas über und rannte davon wie eine Diebin. Ich hatte alles dabei, alles, was mir gehörte, nahm ich mit, zusammen mit den Schuldgefühlen und der Angst. Ich würde mich im Wagen vollends anziehen. Hier kennt mich niemand. Ich steckte den Zündschlüssel ins Schloss und ließ den Motor an, ohne zu wissen, wohin ich fahren sollte. Ich kam mir vor wie eine 14-Jährige, die sich eine schlechte Lügengeschichte ausgedacht hat und nun nicht weiß, wie sie mit den Folgen umgehen soll. Sollte ich nach Hause fahren und hoffen, dort eine Nachricht vorzufinden oder von einem Krankenhaus zum nächsten zu ziehen und beten, dass ich Glück hatte? Ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen und fuhr intuitiv dorthin, wo ich meinte, dich zu finden. Ich nahm das Handy und wollte es einschalten, aber nach dem ersten Piep kam ein zweiter, enervierender Ton, der nach dem endgültigen ausklang. Ich sah mich um. Selbst wenn ich eine Telefonzelle finde, ich hatte keine Telefonkarte. Als ich die dritte blinkende Ampel überfuhr, kamen mir die Tränen. Wie ferngesteuert fuhr ich an einen bestimmten Ort, den wahrscheinlichsten Ort. Es war noch immer dunkel und kalt. Was ist passiert? Warum war sie nicht zu Hause? Es liegt daran, dass Viola ihren Mann betrügt. Immer und immer wieder. Dass sie gut ist darin, ihren Mann zu betrügen. Sie genau weiß, was sie tun muss, damit niemand etwas bemerkt. Oder dass sie denkt, dass niemand etwas bemerkt. Und jetzt ist ihre Tochter im Krankenhaus und wartet, denn ihre Leber versagt. Und sie wartet auf eine neue Leber. Lebensspende ist es möglich? Ja. Ihr Vater lässt sich testen. Genau in dem Moment, als Viola in dem Krankenhaus ankommt, kommt die Nachricht. Carlo ist nicht Luches Vater, sondern irgendeine Affäre von Viola. Natürlich nicht irgendeine Affäre. Die Affäre. Die Affäre, die sie vor vielen Jahren hatte. Nur das Problem ist, dass es Luce immer schlechter geht. Und schlechter. Sie soll jetzt den Vater auffindig machen. Und im Laufe des Buches erkennt man ihr Verhältnis zu ihrem Mann und zu ihrer Tochter, zu ihren Affären, zu ihrer besten Freundin und wie es zu all dem kam. Und ja, ich verstehe Menschen, die fremdgehen, nicht. Und ja, ich wollte Viola wirklich hassen. Bis dieses Buch fast zu Ende war. Ich würde sagen, bis nur mehr das hier übrig war, wollte ich Viola so dringend hassen. Und ich kann es immer noch nicht. Wegen dem Ende. Ich kann nicht. Ich habe geschrien, als ich das Buch gelesen habe, und geheult. Und ja, es war so viel besser, als ich es erwartet hatte. Ich hoffe, ihr holt euch dieses Buch und lest es und versteht mich dann. Gebt mir bitte Feedback, wie ihr dazu steht. Wie ihr gegenüber Viola nun am Schluss vielleicht empfindet. Wie eure Emotionen während des Buches, weil das würde mich wirklich interessieren, weil dieses Buch ist geballte Emotion und das hatte ich schon lange nicht mehr. Solche Sachen empfinde ich sonst nur, wenn ich John Green lese, und da möchte ich die Protagonisten eher nicht hassen. Okay, das war jetzt meine Meinung zu dem Buch. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Übersetzung ist teilweise etwas schwammig. Ich weiß nicht, ob der Übersetzer oder der Lektor dann nicht ganz so gut aufgepasst hat. Aber man kann über solche Sachen drüber lesen. Also es ist nicht so schlimm, ich hatte schon Schlimmeres. Ich arbeite selbst in der Branche und ja, es gibt schlimmere Lektoren, es gibt schlimmere Übersetzer. Und es war gut, es ist gut geschrieben. Es ist klar und deutlich geschrieben, die Sprache ist nicht irgendwie verzwickt oder so. Und ja, gut, wirklich gutes Buch. Ich weiß nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll, es ist wirklich gut gewesen. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit diesem Buch, wie ich es hatte, wenn man es Spaß nennen kann. Ich hoffe, ihr habt genauso viele Emotionen beim Lesen dieses Buches und vielleicht löst es in euren Köpfen irgendwas aus. Und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich dann noch einen wunderschönen guten Abend und ciao.